Rund ums Jahr gibt es verschiedene Feste, Anlässe, Feiertage und jedes Jahr kehren bestimmte Trends immer wieder. Das heißt, zu bestimmten Zeiten im Jahr werden unterschiedliche Produkte unterschiedlich oft nachgefragt und vielleicht bietest du saisonale Produkte an oder du hast Produkte, die speziell auf Feste gemünzt sind, sei es jetzt Karneval, sei es Hochzeit, sei es Taufe. Und dann fragst du dich vielleicht, wann muss ich meine Produkte denn eigentlich online stellen, damit ich, wenn die Trendkurve nach oben geht, möglichst unten mit dabei bin und nicht, dass ich hier oben erst einsteige, wenn der Peak schon da ist oder vielleicht sogar zu spät, wenn die Trendkurve wieder runtergeht. Nämlich, wenn du das schaffst, einen Trend zu antizipieren, also vorherzusehen und dann schon deine Produkte online hast, wenn die Kurve gerade steigt, ist das natürlich optimal, weil du kannst die komplette Kurve, den Anstieg, den Peak und natürlich dann auch den abflauenden Moment einfach komplett mitnehmen. Falls du neu auf meinem Kanal bist, ich bin Sabrina, ich führe ein Handarbeitsgeschäft, ich habe drei Online-Shops, ein eigenes Textilgarn-Label und ich helfe anderen DIY-Handmade-Selbstständigen, ihr Herzensbusiness zu leben. Hast du es gewusst, dass Suchmaschinen 60 bis 90 Tage brauchen, um genug Daten über Online-Produkte gesammelt zu haben, dass sie richtig gut entscheiden können, bei welcher Suche dein Produkt dann ausgespielt wird? Und 60 bis 90 Tage, das sind 2 bis 3 Monate. Das heißt also, wenn du deine Produkte zum Beispiel auf Etsy verkaufst, dann musst du das immer im Hinterkopf haben, denn du musst dann vor dem saisonalen Termin, vor dem saisonalen Fest, was du dann quasi mitnehmen möchtest, den Trend, den du mitnehmen möchtest, musst du dann halt 60 bis 90 Tage vorher deine Produkte fertig haben und online haben. Und ich mache jetzt mal das Beispiel Valentinstag. Du hast irgendwie ein cooles Produkt für einen Valentinstag und überlegst jetzt, wann soll ich das einstellen? Und dann sagst du, okay, ist ja irgendwie Mitte Februar, der Valentinstag, 14. Februar, dann stelle ich das irgendwie Anfang Februar ein. Das ist ja viel zu spät. Dann hat der Algorithmus ja nur 2 Wochen, um irgendwelche Daten zu sammeln und in irgendwelchen Suchen dich anzuzeigen. Und auch suchen die Menschen ja auch vielleicht schon im Januar oder sogar im Dezember schon Sachen für einen Valentinstag. Und wenn du jetzt weißt, dass zum Beispiel der Etsy-Algorithmus 60 bis 90 Tage braucht, um genug Daten zu haben, bedeutet für dich, dass du zwischen 15. November und 15. Dezember deine Valentinstagsprodukte schon auf Etsy online haben solltest. Ich bin jetzt hier in Google Trends, das heißt, du kannst einfach in der Google-Suche Google Trends eingeben und dann gibst du einfach einen Suchbegriff ein. Und hier wird dir angezeigt, wie sich das Suchverhalten der Nutzer auf Google einfach verhält. Und da kannst du einfach Trends sehen. Zum Beispiel der Valentinstag, der ist ja nun mal am 14. Februar jedes Jahr. Und ich habe das ja eingestellt für die letzten 12 Monate. Das heißt, so war die Kurve letztes Jahr. Und man sieht zum Beispiel, dass die Suchanfragen ab dem 1.1. hier schon hochgegangen sind. Das heißt also, das ist hier der Anfang der Trendkurve. Hier unten ist der Anfang der Trendkurve. Und wenn du weißt, dass Suchmaschinen so 60 bis 90 Tage brauchen, bis sie genug Daten gesammelt haben, dass die dann in den Suchergebnissen hier deine Produkte ausspielen, musst du halt hier schon entsprechend weiter vorne anfangen. Und ich finde hier diese Trendkurve vom Valentinstag ist einfach so herausragend, weil das ist halt ein Termin einmal im Jahr und davor, halt ab Januar, steigt dann halt einfach richtig krass das ja, Suchvolumen. Und das gilt ja nicht nur für Google, das gilt für Etsy, das gilt für alle anderen Suchmaschinen halt auch. Und es geht halt einfach darum, dass dann deine Produkte, die du für den Valentinstag auserkoren hast, dass die dann einfach von Anfang an hier ausgespielt werden, dass du hier den kompletten Trend mitmachst. Nämlich dann ab dem 14. Februar ist der Trend auch schon wieder schlagartig vorbei. Am Beispiel Valentinstag habe ich dir jetzt gezeigt, dass du wirklich frühzeitig anfangen musst, dein Jahr und deine DIY-Handmade-Unikate durchzuplanen, strategisch vorzugehen und frühzeitig deine Produkte einfach fertig und online zu haben, damit du die komplette Trendkurve mitnehmen kannst. Und jetzt überlegen wir mal, was ist denn so in 2, 3, 4 Monaten denn eigentlich los? Was sind denn da für Feste? Und
Dann haben wir auf jeden Fall Ostern und dann kommt auch das ganze Thema Taufe, Konfirmation, Erstkommunion und Hochzeit geht los. Natürlich wird das ganze Jahr über geheiratet, aber die meisten Hochzeiten finden von Mai bis September zum Beispiel statt, weil da das Wetter einfach besser ist. Da kann man besser draußen feiern und da friert man in seinem Hochzeitskleid auch nicht so, wenn man vielleicht immer Schulterfreies haben möchte oder so. Das heißt also, das sind so die Themen, die auf uns zukommen. Natürlich auch noch mit Muttertag, Vatertag und so weiter. Aber lass uns mal einfach beim Thema Taufe bleiben. Das heißt, wenn jetzt, also bei mir oder bei uns in der Gemeinde ist es halt so, dass erst ab Ostern wieder getauft wird. Das heißt also, in der ganzen Fastenzeit wird bei uns in der Gemeinde zum Beispiel nicht getauft. Das ist in anderen Gemeinden zum Beispiel unterschiedlich, aber ich sag mal so, der Hauptteil wird dann ab Ostern wird dann halt wieder getauft. Das heißt also, Ostern ist so ein Datum, wo jetzt nicht nur Ostern stattfindet und man vielleicht Osterdeko braucht oder Ostergeschenke, sondern Ostern ist auch so ein wirklich markantes Datum, was dann so da drauf folgt. Zum Beispiel in vielen katholischen Gemeinden wird die Erstkommunion immer einen Sonntag nach Ostern gefeiert. Und bei Ostern ist es ja so, dass das nicht jedes Jahr am gleichen Datum ist, sondern das schwankt halt auch. Und dieses Jahr ist Ostern ja ungefähr 2 Wochen eher als zum Beispiel letztes Jahr. Und dann kannst du nämlich, wenn du dir die ganzen Suchanfragen letztes Jahr mal anguckst, das kannst du total gut in Google Trends machen, das machen wir gleich mal zusammen, dann kannst du nämlich antizipieren, je nachdem wie die Kurve letztes Jahr gelaufen ist, dass die Kurve dieses Jahr auf jeden Fall 2 Wochen eher, sich nach 2 Wochen eher verschiebt. Und lass uns das einfach nochmal an dem Beispiel Ostern und Taufe mal durchspielen und wir gucken uns auch nochmal so am Rande das Thema Hochzeit an, das ist auch sehr, sehr spannend. Ich bin hier wieder in Google Trends und ich habe jetzt einfach mal den Suchbegriff Ostern eingegeben und man sieht hier schon, wo Weihnachten auch ist, ne, fängt es schon an, dass die Kurve, die Suchanfragen langsam hochgehen und natürlich hier dann, wenn Ostern ist, also Ostern war letztes Jahr ja, meine ich, am 16. April, heute ist es, dieses Jahr ist es ja 2 Wochen früher, das heißt also, wird die Kurve hier auf jeden Fall entweder steiler ansteigen oder sich komplett 2 Wochen nach vorne verschieben. Also das musst du halt einfach wissen. Und wenn du weißt, hier ab Januar steigen einfach die Suchanfragen für Ostern, musst du einfach gucken, dass du 2 Monate vorher ungefähr deine Produkte online hast, damit der Algorithmus, sei es jetzt auf Etsy, sei es auf Google, genug Daten gesammelt hat, damit deine Produkte auch bei der Suche dann in den vorderen Plätzen ausgespielt werden und dass du den Trend dann gleich hier von Beginn an mitnehmen kannst. Jetzt gucken wir uns doch mal das Thema Osterdeko an. Und da sind die Ausschläge viel deutlicher und auch länger, ich gehe nochmal in den Vergleich, als beim Thema Ostern. Denn ich sag mal so, ab Silvester haben die Leute keinen Bock mehr auf Grau und Grau, Regentage, Schnee, was auch immer. Die wollen es warm haben, schön haben, die haben wieder Lust auf Blumen, die haben Lust auf Farbe, auf Tulpen, Osterglocken und so weiter. Kannst du auch in den Läden schon beobachten. Also ist mir ganz krass aufgefallen, nach Weihnachten war sofort Frühling. Also sofort alles mit Frühlingsblühern und so weiter in den Läden. Das heißt also, weil die Leute oder weil die Märkte natürlich auch wissen, okay, die Leute sind des Winters überdrüssig, obwohl der Winter ja noch ein bisschen läuft. Deswegen werden hier schon wirklich Frühlingsprodukte, Osterdeko fürs Haus. Es geht darum, sich das Haus und die Wohnung gemütlich zu machen, dass es schon Farbe reinbringt und dass das Grau in Grau aufhört. Das heißt, wenn du das weißt, dass so ab Anfang Januar das Thema Osterdeko richtig zum Trend wird, möchtest du natürlich ab hier unten mit dabei sein. Das heißt, du solltest auch hier 2 Monate vorher, im November ungefähr, deine Osterdeko eingestellt haben, damit der Algorithmus, sei es jetzt Google, sei es halt der Etsy-Algorithmus, genug Daten hier gesammelt hat. Hier geht es um Datensammeln, dass hier deine Produkte vernünftig ausgespielt werden, dass du die ganze Trendkurve wirklich mitnehmen kannst. Und du siehst, es ist wirklich ein tolle Kurve, ein toller Trend, das ganze Jahr über ist nichts und dann ab Januar geht's los bis Ostern. Hier auch wieder die Info, Ostern ist dieses Jahr 2 Wochen früher, das heißt also die Kurve wird sich 2 Wochen nach vorne verschieben und dann wird sie natürlich nach Ostern sofort wieder abflachen. So, jetzt wissen wir, dass in den meisten Gemeinden und in vielen Gemeinden ab Ostern getauft wird. Jetzt gucken wir uns nochmal das Thema Taufe an. Sieht man hier, zu Weihnachten nimmt das total ab, ne?
und dann fängt es wieder an. Hier ist die Kurve natürlich, ja, wie soll ich das sagen, fast übers ganze Jahr da. Da ist übers ganze Jahr Nachfrage, aber du siehst halt schon hier im April, Mai, Juni, so in den Sommermonaten hier am Anfang des Sommers, ist halt einfach vermerkt Nachfrage da. Du musst wissen, das wird sich auch wieder 2 Wochen nach vorne verschieben, weil Ostern ja 2 Wochen früher ist. Und spannend ist dann natürlich das Thema, okay, wenn du weißt, dein Kind wird, weiß ich, im Mai getauft, dann bereitest du ja auch als Elternteil die Taufe frühzeitig vor. Das heißt, du suchst dann zum Beispiel zum Thema Taufkerze, suchst du was. Und du siehst halt hier schon in Google Trends beim Thema Taufkerze, dass das hier schon viel steiler nach oben geht als das Thema Taufe an sich und dass auch Google sagt, das wird hier richtig sprunghaft ansteigen. Das ist hier schon so antizipiert, denn man muss so eine Taufe ja auch vorbereiten, man muss Einladungskarten schreiben oder wie man es auch immer machen möchte. Man besorgt dann die Taufkerze, man braucht ein Taufkleid und so weiter. Das können wir uns auch mal angucken. Das heißt, die Taufe wird ja vorbereitet und man hat hier im Januar, Februar, März hat man hier so einen Peak, was das Thema Taufkleid angeht. Und dann flacht das wieder so ein bisschen ab. Und du siehst auch hier, dass das einfach schon mit Thema Taufkleid ein bisschen früher ist als Taufkerze. Da ist das ja hier schon viel höher, das Taufkleid. Und auch schon hier viel höher als Taufe an sich. Das heißt, wenn du jetzt Produkte hast, die man für eine Taufe braucht, sei es Einladungskarten, Tischkarten, Menükarten, irgendwas zum Thema Taufspruch, Patengeschenke, Geschenke für den Täufling und so weiter. Das heißt, dann gibst du das hier jetzt einfach mal in Google Trends ein und recherchierst das mal, wann die Trendkurve für dein Produkt genau beginnt. Und dann musst du einfach im Kopf haben, 60 bis 90 Tage vorher muss das alles online sein. Und dann weißt du also, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, fast schon zu spät, weil es ja jetzt mit den Suchanfragen anfängt. Also jetzt ist allerhöchste Eisenbahn, sich mit dem Thema Taufe zu beschäftigen. Also am besten hast du deine Produkte hier auch schon Mitte, Ende November halt einfach eingestellt, dass dann der Algorithmus hier den kompletten Peak dann halt einfach mitnehmen kann. Lass uns mal das Thema Hochzeit angucken. Geheiratet wird im ganzen Jahr, das sieht man auch hier. Es gibt jetzt nicht so wie bei Valentinstag so einen Peak und dann null, sondern es wird grundsätzlich immer geheiratet, aber du siehst halt schon, die meisten, also man sagt statistisch gesehen, die meisten Hochzeiten sind von Mai bis September. Das kann man halt hier in der Kurve halt auch super sehen, dass das halt auch der Fall ist. Und so eine Hochzeit wird ja lange im Voraus geplant. Es werden ja Wochen vorher die Gäste eingeladen. Es muss teilweise ja ganz, ganz früh dann auch die Lokalität gebucht werden und so weiter. Du musst das halt schon richtig vorher planen. Und du siehst das am Thema zum Beispiel Hochzeitseinladungen, dass sich die Kurve hier jetzt total schon im Januar nach oben bewegt, weil wenn das Brautpaar sich dann entschieden hat, weiß ich, im Mai, Juni zu heiraten, dann müssen die jetzt mal ranklotzen und müssen die Leute einladen. Das heißt also, wenn du sowas wie Einladungskarten oder sowas in diese Richtung machst, dann ist hier Januar auch schon mega der Trend. Das heißt, du hättest dann auch schon im November anfangen müssen, hier deine Produkte spätestens online zu haben, wenn es zum Thema Hochzeitseinladung geht. Also, ich bin gespannt, was du rausfindest bei deinen Produkten jetzt zum Thema Ostern, zum Thema Taufe, zum Thema Konfirmation, Kommunion, Erstkommunion und so weiter, Firmung, das Suchvolumen nach deinen Produkten einfach ansteigt. Du kannst das super gerne auch hier unter dem Video kommentieren und ich bin sehr, sehr gespannt, was du da für Erkenntnisse hattest.